Ubisoft. Techland. Und mit der Chrome Engine 4. You want to do it quietly? Right. They're here! Call of Huris, Bound in Blood. Und damit herzlich willkommen bei meinem neuen Let's Play Projekt Call of Huris, Bound in Blood. Mit mir, eurem Star Hero, werden wir uns sofort in die Story stürzen. Ich werde ein neues Profil anfangen, extra. So. Passwort 1234 erstellen. 1234. Nein, ihr wisst mein Passwort. Aber das ist ja nur für das Spielerprofil. Ganz kurz muss ich noch an den Audio-Optionen rumschrauben, und zwar die Sprachlautstärke muss ganz laut. Und die Untertitel mache ich natürlich an fürs Let's Play. Okay. Super. Grafik müsste beste Qualität, okay. Spenden. Ja, okay. So, nachdem die Grafikeinstellungen eingestellt wurden, können wir uns in den Einzelspielermodus stürzen mit der Story-Modus. Machen wir auf Bitte. Ich habe das Spiel schon durchgespielt, deswegen ist das mein erstes Not Blind LP. Ich habe euch geliebt. Und ihr habt mich belogen und betrogen. Was willst du von mir, Ray? Gerechtigkeit. Oh mein Gott! Ich habe verzweifelt versucht, meine auf Abwege geratenen Brüder wieder zurück in die Obhut des Herrn zu führen. Und versagt. Jetzt sind sie Todfeinde. Warum? Wofür? Eine Frau? Gold? Meine Worte tragen keine Früchte mehr. Aber vielleicht kann ich Ihnen beweisen, dass es mehr gibt als Stolz, Gier und Lust. Akt 1. Wir sind eine Familie. Es war Ende August 1864. Der mordgierige Yankee-General William Tecumseh Sherman marschierte durch Georgia und brannte nieder, was ihm in den Weg kam. Es waren schlimme Tage für meine Brüder und mich. Mein Vater war bei Antietam gefallen. Meine Mutter und ich versuchten uns irgendwie allein um die Überbleibsel unserer Farm zu kümmern, nachdem ich das Priesterseminar 2 Jahre zuvor für meine Familie verlassen hatte. Und jetzt drohten wir alles, was uns kostbar war, in den Flammen des Krieges zu verlieren. Unsere letzte Hoffnung waren die Truppen der Konföderation, die den Chattahoochee River verteidigten. Unter ihnen meine Brüder, Thomas und Ray. Jo, und hier steigen wir auch ein mit dem Spiel. Im Verlauf des Spiels können wir zwischen diesen beiden Charakteren wechseln, zwischen Thomas und Ray. Aber am Anfang bleibt uns nichts anderes übrig, als Ray zu spielen. Spiel sieht doch echt viel schöner aus.
auf der alten Grafik. Ich habe natürlich schon eine kleine Testaufnahme gemacht. Sir? Sir, Lieutenant Fox braucht Sie an der Flanke. Die Yankees haben den Wald eingenommen. Donovan, holen Sie Ihre Männer. Jawohl, wir haben sie zwischen den Bäumen entdeckt. Verdammt, Sie haben es an unseren Männern am Fluss vorbeigeschafft. Weiß Barnsby davon? Keine Ahnung, Sir. Oh Gott, verschwommen und alles. Ein bisschen Munition einnehmen, mitnehmen. Oh, und jetzt. Ah, er hat überlebt. Stirb, du Wicht. Also noch geht mein Aiming. Ich hoffe, das wird später etwas besser. Der Schuss war doch in Ordnung. Nee, das will ich nicht. Ich will nicht, dass meine Lady solche Sachen macht. Obwohl man eigentlich ehrlich sagen muss. Pioniere, Sir. Sie haben die Befestigung hochgejagt. Verdammt! Vorwärts, McCall! Auf Sie wartet noch ein Haufen Arbeit! Wobei man ehrlich sagen muss, dass mir die Yankee-Seite in diesem Krieg hier besser gefallen hätte. So rein politisch gesehen. 20 Männer und zerstörte Befestigungen? Fox hat 8. Unsere Gewehre bereit. Aber man hat leider nicht die Wahl, wenn es darum geht, sein Haus und Hof zu verteidigen. Und seine Familie natürlich. Von daher sterbt. Jegliches Nachladen. Ja, stirbst du endlich? Wir warten hier auf die nächste Angriffswelle. Kümmern Sie sich um alle, die es an uns vorbeigeschafft haben, Sergeant. Sir, wir müssen das Hauptquartier informieren. Die Feinde könnten den Fluss überquert haben. Mein Bruder war dort. In diesem Krieg geht es nicht um Ihren Bruder, McCall. Erledigen Sie die Yankees, sichern Sie die Gegend und erstatten Sie Bericht. Bahne dir einen Weg durch das verschlossene Tor. Schwierige Aufgabe, aber wir schaffen es. Und ein Geheimnis haben wir auch gefunden. Ja, in diesem Spiel kann man mehrere Geheimnisse einsammeln und dadurch Sachen freischalten. Aber ich werde jetzt nicht extra nach diesen Geheimnissen suchen, weil mir das etwas zu zeitaufwendig ist. So. Gib mir das Gewehr. Sprich Gewehr? Ja, ich habe Gewehr. Perfekt. O'Brien, begeben Sie sich zum Hauptquartier und melden Sie, dass wir die Flanke halten und einen Gegenangriff auf die Brücke starten. Sir! Oh Gott, Scharfschützen! Scharfschützen! Ich wusste es. So, mal sehen, wo sind sie? Da hinten. Zeig mir die feinen Dreckskerle. Na, gehst du wohl drauf. Ja, erwischt. So. Das sind doch bestimmt zwei. Wo ist denn der zweite? Au, da ist er. Ich sehe so viel. Da ist er. Oh Gott. Bin echt tot. Aber ich habe ihn erwischt. Ha. Ich bin der bessere Schütze. Ich komme. Halt einfach nur durch. Oh, scheiß drauf. Ich lasse meinen Bruder nicht im Stich. So, gehen wir zum Offizierszelt. Nee. Sir, die Feinde brechen auf der linken Flanke durch. Wir müssen sofort angreifen. Für wen halten Sie sich, McCall? Vergessen, wie man salutiert? O'Donnell? Sir, bitte um Erlaubnis, den Gegenangriff führen zu dürfen. Abgelehnt. Ihre Kanonen sind zu gefährlich. Ich nehme den Weg durch den Wald.
Ich weiß, Ihr Bruder verteidigt den Fluss, McCall. Aber machen Sie kein dummes Zeug. Wir ziehen uns zurück, aus taktischen Gründen. Verstanden? Kehren Sie zu Ihrer Einheit zurück. Lassen Sie ihn, Captain. Sir. Wenn Sie die Gräben erreichen, McCall, feuere ich mit allem, was ich habe. Sir. Jawohl, Sir. Corporal Scott begleitet Sie. Sir. Holen Sie die Männer, Corporal. Folgt mir! Kann ich das einsammeln? Nein, kann ich nicht. Gut. Retten wir unseren Bruder. Wichtigstes Ziel ever. Ja, ist mich durch hier. Ups. Call of Judas ist eines der wenigen Spiele, wo man seine Füße sieht. Ich mag sowas. Ich finde das immer doof, wenn man so komisch in der Luft schwebt. Oh. Wir nähern uns den Gräben, Sir. Wir müssen angreifen. Sind Sie verrückt? Wie sollen wir es an Ihrer Verteidigung vorbeischaffen? Sie werden uns in Stücke schießen. Wenn wir nicht direkt durch sie hindurch können, schaffen wir es vielleicht hintenrum. Ich lasse meine Männer nicht einfach so ins offene Messer laufen. Smith, zeigen Sie mir Carl das Ende der Schützenlinie. Wenn er gerne sterben will, kann er das haben. Hier entlang, Sir. Ich werde aber nicht sterben. Ich werde der Held der Schlacht sein. Na los, lauf doch schneller, du Pimpf. Dass NPCs immer so langsam sind, wenn man denen hinter den hergucken muss. Okay, wartet mit dem Angriff, bis die Gelegenheit günstig ist. So, nochmal fix nachladen. Perfekt. Wo sind sie denn? Kannst Konzentrationsmodus aktivieren, wenn er aufgeladen ist. Auf Y. Zack, zack, zack. Zack, zack. Nein, ich glaube, den müssen wir nicht erneut versuchen, den habe ich eigentlich ganz gut drauf. Schon ist der Konzentrationsmodus wieder da. Weil leider können wir ihn nicht benutzen. Das ist doof. Achso, Sternchen. Smith! O'Brien! Hierher! Gott beschütze Sie, McCall. Er scheint noch etwas mit Ihnen vorzuhaben. Vielleicht will er, dass wir diese verdammten Gräben zurückerobern, Sir. Sehr richtig. Vorwärts, Männer! An der Zeit, diese Blauröcke mit den Spitzen unserer Bajonette bekannt zu machen. Okay. Wo ist das Gewehr? Da ist das Gewehr Nummer 4. Okay. Hab ich hier schon? Ja, hab ich. Ah, er ist zu weit weg. Super. Wir alles auf ihn. So, achso. Ich muss nur auf den langsamen NPC warten. Gut. Gut, hier ist nichts. Gehen wir weiter. Oh, explosiv. Wo haben wir's? Hier, fangt. Ham. Ja, es ist doch wer hier. Es scheint alles klar zu gehen. So, okay, jetzt lernen wir, wie man um Ecken schießt. Was ist das? Na. Es
Gleiche können wir nochmal oben machen. Oh Gott. Na? Ah, jetzt. Irgendwie hat es gerade ein bisschen gehakt. Na, der war doch ein Treffer. Jetzt aber. Thomas! Au, dämliches Feuer. Zack, zack. Zack, zack, zack. Warte, Bruder, ich komme! Den haben wir nicht mehr erwischt. Ja, aber das haben wir geschafft. Gucken wir mal hier noch was. Nö. Gut. Ja. Die Entfernung ist Pistole nicht so. Alles klar. Oh, Explosion. Nicht weiter beschossen. Nein, jetzt ist die Muni leer. Ich habe keinen Nahkampfangriff. Ach, laden wir erstmal in Ruhe nach. So. Und ich habe vergessen, mir einen Timer zu stellen. Ah, scheiße. Das heißt, den ersten Part werde ich nach Gefühl beenden. Komm rein und finde es selbst raus, Yankee-Sau. Thomas! Ah, geschafft. Thomas! Du kommst spät. Was? Ich habe Sprengladungen an der Brücke angebracht, aber ich kann sie nicht zünden. Die Hunde kontrollieren unsere Geschütze. Den Hauptangriff überstehen wir nicht. Barnsby schickt mehr Männer. Zu spät. Da kommen sie schon. Ray, schnapp dir die andere Gatling. Ja, das Gatling-Level machen wir noch. Los, lasst mich durch. Gatling, Gatling, Gatling. Gatling, oh. Oh, ich liebe Gatlings. Nein, das ist wild. Ist überhitzt. Ich sehe nichts. Da. Peng. Peng. Mein Gott, ich bin so ein Scharfschütze. Ich brauche gar keine Gatling. Ich kann das auch alles mit dem Gewehr machen. Guck. Peng, tot. Ich sagte Peng, tot. Aber egal, so ist es hier lustiger. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ich komme nicht hinterher. Ah, okay. Wir können nicht länger warten, Ray. Ich jage diese Brücke jetzt hoch. Corporal! Warte. Ich gehe. Aber zuerst schalte ich diese Kanonen aus. Schneller. Mir geht die Munition aus. Scott, folgen Sie mir. So. Oh Gott, ich habe keine Munition mehr. Da hinten ist welche. Wirklich viel war es aber nicht. Ah, hier ist noch Gewehrmunition. Gut, das heißt, wir spielen mit dem Gewehr weiter. Aber ich warte noch auf einen guten Schnittpunkt. Ein bisschen reiße ich es noch aus, oder? Wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach hier eine kurze Aufnahmepause. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Euer Star Hero.